Halli, hallo, hallöchen und willkommen in meinem Bastelchaos. Reste verarbeiten Teil 4. Das heißt, ja, es wird ja ein Journal, ne? Ja, die hier habe ich jetzt mal ein Falzbein ein bisschen nachgezogen und dann zusammengefaltet, links und rechts. Hier ist mir ein Schmetterling entgegengekommen. Ich weiß nicht mehr, woher er kommt, aber das ist ja, der ist schön. Den können wir nehmen. Und da dachte ich schon mal, den könnte ich ja hier draufkleben, ne? So. So. Oder, ja, so. So ist doch schön, oder? Ja. Oder sollen hier hin machen? Wäre vielleicht auch schön, ne? Ja, hier unten ist der Blümchen. Dann machen wir den da hin. Gut. Aha. Mache ich jetzt erstmal hier da drauf. Ah. Ich habe totale Probleme hier mit der Duselierflasche, ey. So. Schön Wasser abstreifen. Denn wir wollen ja kein Wasser. Nein. Wir wollen nur ein bisschen Kleber. Ich denke, das reicht so. Wenn du liegen bleibst, ist das auch schön. Danke. Ein bisschen tiefer, noch etwas tiefer festhalten und drüber wischen und den überflüssigen Kleber wegmachen. So, jetzt darf das trocknen. Das darf trocknen, ich bin großzügig, ja. Das Wasser hier zerspritzt, was ich doof finde. Gucke ich mal, da steht noch mal. Gut. Dann will ich das hier, das mache ich so. Toll, das ist doch wieder viel Wasser dabei. Ich muss mal ein Trockentuch dabei holen, Mann. Ist auch doof. Ja. Denn ich habe ja eine schöne Band, habe ich eben drauf gehalten. Ohne dich, ja. Ich bin gemein. Und dann dachte ich mal, für den Buchrücken ist das ideal. Passt wunderschön dahin. Hier auch nochmal drüber. Dass da wirklich Kleber drin ist und nicht Wasser. So. Bleib gleich hier. Denn, ja, ich weiß, also irgendwie, ich muss unbedingt den Tisch aufräumen, ey. Echt schlimm. Siehst du, das sieht doch hübsch aus. Finde ich. Ich finde das hübsch, ja. Das lasse ich jetzt hier einfach liegen. Und, ne? Da kann das mal trocknen. Drehe ich also vorsichtig rum. Ja, so viel zu vorsichtig rumdrehen. Es war also doch zu viel Wasser drin. So. Streibe ich das hier nochmal ein bisschen ab. Gehe ich wieder rein. Jetzt habe ich ein. Ach, machen wir nochmal neue Kleber drauf. Ist ja doof, wenn das nicht so trocknet, wie ich das will, ne? Ja. Ist doch so. Echt dämlich. Bleibt da. So. Auf ein neues. Vielleicht redet ihr damit ein bisschen schneller. Könnt ihr sagen, ne?
nur schnell mal kurz drüber. Nochmal festdrücken. Doch, es lässt sich immer noch verschieben. Ach Gottchen, nee. Ich schneide das hier unten aber trotzdem schon mal ein bisschen ab. Weil ich das lange Schwänzchen da nicht so habe, ne? Ja, ich weiß, es gibt die tollen Stinkekleber, die sind anders. Ja, finde ich aber doof. Wie gesagt, die stinken. Ich will die nicht. Denn jetzt will ich auf der Innenseite links und rechts diese Spitze hinmachen. Also bleib jetzt bitte schön da dran. So, da kannst du nämlich so liegen bleiben. Jawohl. Das schiebe ich ein bisschen weg. Ach ja. Das ist schon was mit mir, ne? Ja, bei mir ist halt manchmal echt Chaos basteln angesagt. So, ist halt so. Denn ich wollte ja die, hier die blöden Spalten, die wollte ich ja verdecken. Und das geht halt am besten, wenn ich da ein Stück Spitze drauf mache, ne? Ja, weil so. Komm ein bisschen höher. Schneide ich das hier mal eben schnell ab. Gut. Jetzt kommt die andere Seite. Will er nicht. Ja, das ist natürlich sehr viel, aber ne, jo, was zu viel ist, kann man runterholen. Irgendwie. Aber meine Amazon Wishlist, da hat jetzt jemand mich angesprochen, hat die meinte, das funktioniert nicht. Ich sage, hier funktioniert nicht. Ich habe doch alles eingestellt. Ja, ich da und alles wieder anders eingestellt. 5-mal Rückmeldung wieder anders eingestellt. Naja, jetzt klappt das wohl, wenn man mir darüber was schicken will. Nur meine E-Mail-Adresse, die wird da nicht angezeigt, obwohl ich sie angegeben habe. Ne? Ich habe sie angegeben. Ich meine, die ist ja auch bei Amazon hinterlegt. Keine Ahnung. Ja, die hat auf jeden Fall dann meine E-Mail-Adresse aus der Kanalinfo geholt und erinnert. Hat sie die angegeben, alles war gut. Ne? Ja, es ist wie es ist. Ich kann nichts dran ändern. Das war ja auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ja, und, ne? Ja, und die Super Thanks, die habe ich wieder eingeschaltet. Ja, Amazon, Quatsch, Amazon, YouTube behält über die Hälfte ein. Aber, ich sag mal, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn man darüber dann was spendiert. Ich bin auf jeden Fall dankbar, ob darüber oder die PayPal-Adresse in meiner Infobox. Ich bin echt für jedes bisschen dankbar, ohne Quatsch. Denn da kostet ja auch alles, ne? Videos drehen kostet echt Geld.
Das haben wir nicht für möglich gehalten. Das kostet aber Geld, denn du brauchst eine vernünftige Kamera. Das heißt, ich habe ein Handy mit einer super Kamera. Das hat Geld gekostet. Dann habe ich dieses Jahr einen neuen Laptop gebraucht. Der hat ein Schweinegeld gekostet. Glaub mir, du willst ja nicht wissen, was der gekostet hat. Na, und so ist lauter was. Ne? Du hast lauter Ohrenfahrt. Ja, deswegen, ich bin wirklich dankbar für jedes bisschen, was man mir zukommen lässt. Jawohl. Und hier, das gefällt mir noch nicht. Das ist. Ne, das geht ja nicht. Jo, das sieht doch schon besser aus. Und hier ist auch noch so ein Mist, der steht über. Das mag ich nicht. Ja, spring durch die Luft, am besten in den Klebepott rein. Da freue ich mich doch. Oh, Leute. Dem Letz hat bei mir unter der Haustür eine Maus festgehangen, wusste ich aber nicht. Ne? Ich hörte ein Mäuschen quietschen. Ich dachte, das ist ein Mäuschen. Habe aber noch ein Mäuschen gesehen. Habe auch immer die Tür hin und her. Ich habe sie nicht gesehen. Da dachte ich, jo, da bildest du dir ein. Ja, Tage später dann irgendwann, da habe ich ein Schwänzchen gesehen unter der Tür. Da habe ich rausgezogen. Ja, Maus. Tot. Pech. Und da habe ich mal richtig geguckt, aber noch ein Schwänzchen. Und die hat unter der Bürste von der Haustür festgeklemmt. Und die hatte immer so jammerlich gepiepst, ja. Das tut mir furchtbar traurig, echt. Also, das tut mir wirklich leid, dass die da so jämmerlich, vor allen Dingen, das war eine Spitzmaus, ey. Es war wirklich eine Spitzmaus. Und die sind ja super nützlich, ne? Naja, es ist wie es ist. Es ist tot. Und jetzt gestern hörte ich wieder Mäuschen quietschen. Ich guckte nix, ne? Ich habe extra richtig geguckt, nix. Heute Morgen war sie aber, die hat sich wohl irgendwie an der Tür festgehalten. Deswegen hat die dann gequietscht. Nur einmal Piep und da war nichts mehr an Piep. Ne? Und heute Morgen, da lag die dann, wie ich die Haustür aufgemacht habe, genau da drunter. Es ist tot. Spitzmaus. Ich nehme an, die waren im Katzenfutter jeweils. Und wenn die Katzen dann kommen, wollen die schnell weg und verstecken sich unter der Haustür, was ein ganz dummer Einfall ist. Ja, es gibt da wirklich viele Verstecke, wo sie safe wären, aber nö, unter der Haustür. Ja. Und so passiert das. Ja. Oh, und ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich bin furchtbar, ey. Ich bin echt furchtbar. Ich fange an zu drehen und gucke nie auf die Uhr. So, jetzt habe ich das hier. Und da die Kanten. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Finde ich hübsch. Und dass das hier so wellig ist, finde ich überhaupt nicht schlimm. Das, werde mir jetzt sogar noch ein bisschen betonen. Ja, wenn ich ein bisschen Farbe dran hätte, würde er doch besser gehen, ne? Ja. Lülülülülüt. Da könnt ihr ja nichts. Doch, geht wohl. Betont aber nicht so, wie ich das will. Naja, jo, dann ist das so. Dann ist das so. So. Das hätte man auf jeden Fall jetzt festgeklebt und das hält prima. Gut. So, und das hier, das ist. Doch, hat auch gut angezogen, ja. Gut, da haben wir dieses und wir haben dieses. Jetzt hätte ich dafür ja gerne Kärtchen noch für rein. Ja, muss ich mal gucken. Irgendwas gucken, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Hier, das tue ich mal. So ein blöder Faden. So, weg. So. Da kommt dann hier rein. Und das. Ach, ist das hübsch. Mit einem Schmetterling. Ich liebe Schmetterlinge. Wusstest du auch noch nicht, ne, dass Schmetterlinge liebt. Und Blümchen und Igel und Katzen. Ja. So. Und ja, was ich da für ein Bildchen reinmache, weiß ich nicht. Komm, jetzt hier ist doch mal so lange Tasse. Ich muss mir noch immer ein Schnuddeltuch holen, damit ich da der Pinsel immer abtrocknen kann. Besser ist das. Gut. Du gehst da hin. Ja, ich habe nur noch die Fäden da liegen. Ich bin ein Ferkel. Ja, habe ich nicht aufgeräumt. Ne.
mal schon später. Ach, siehst du, ich könnte mal den ganzen Quark, der da reinkommt, ein bisschen inken. Das habe ich schon. Dann machen wir das jetzt. Dann haben wir nämlich alles ein bisschen geinkt und da sieht das doch viel schöner aus. Ne? Ja. Dann machen wir hier aber auch noch. Wenn schon, denn schon. Da inken wir direkt auch alle Teile, ne? Ja. Würde ich sagen. Ist doch so. Papier. Ach, das ist der Umschlag. Ja, oh, komm, jetzt mache ich lieber nochmal zu. Ja, da muss ich auch noch gucken, dass ich da was rein tun, ne? Jetzt gucke ich erstmal. Gut, also das hätte ich ja dann gern hier innen. Fände ich das hübsch. Und das hätte ich gerne hier. Oder? Nee. Oder doch? Oder nee? Oder doch? Oder nee? Hier, ja. Hier, 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 hier. So. Genau. Und hier, das ist offen, das ist auch okay. Dann kann ich hier das auch mal ein bisschen zusammensetzen, ne? Wäre auch nicht verkehrt. Ja. Irgendwie so, denke ich mal. Das setzen wir mal hier rein. Sehr hübsch. Ja. Dann tun wir das hier hin. Hier hin. Ja. Komm her. Du kommst hier hin. Und du kommst hier hin. Ja. Ah, du ja noch. Ja. Und da haben wir noch einen Umschlag. Ach, du liebes bisschen. Ja, du, hey, komm. Was kostet die Welt? Na? Ja, ist der Jozo. Da hätte ich nämlich die zwei Signaturen. Und jetzt kann man nämlich schon mal sehen, das reicht vollkommen. Denn ich dekoriere ja noch innen dann, ne? Ja. Ach, vergessen. Das Dingsbums hier. Das könnte ja auch noch da rein. Ne, das gefällt mir da nicht. Ups. Da rein. Ja. Und du kommst. Ja, hier hin. Prima. Ganz schön fett. Na? Jo. Ist doch schon mal was. Hier habe ich schon noch 12.000 Papierchen, die ich noch irgendwie mit reinbringen kann. Deswegen, bevor ich jetzt Ink oder sonst was mache, da gucke ich mal, wie ich die noch einsetzen kann. Hier habe ich auch noch Buchseiten. Das finde ich so schön, ne? Ja, ja, ja. Und das hier, das kommt hier hin. Ja, da haben wir die Karte und noch eine Karte. Die Aufkleber, die sind einfach runterzubringen. Das hier, das kennt ihr ja, ne? Sicher. Mäusepapier. Ja, das ist ja mittlerweile online. Ich kann es ja jetzt zeigen, sagen, wovon das ist. Ja, das. Und siehst du, den Streifen könnte man auch so mit reinnehmen irgendwo, oder? Ja, also ich finde das okay. Auch wenn man hier die Farbtabelle sieht, ja, das ist doch, ne? Warum nicht von einem Malerpapier oder so, ne? Keine Ahnung. So gibt es ja diese Blocks, diese Sets, ne?
Ja, und hier dat, hier dat. Oho, hier dat, 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 dat. Leute, das mache ich hier hin. Das mache ich hier hin, das geht nicht dahin. Das heißt, ich kann die Elfe ausschneiden und klebe die dann da auf. Ja, das ist nämlich. Was ist da hier? Das, ne? Ne, dann klebe ich lieber einmal die Elfe und die Schulchen. Die kann ich ja extra benutzen. Das ist ja kein Problem. Da kommt der Turm mit dieser noch da irgendwo mit reinwursteln. Da bist du. Ja, gut ist, ne? Ja. Also, die werden geteilt. Ja, und dann habe ich hier das Board. Was ich durchschneiden werde, weil das ist mir so viel zu groß, ne? Ja. Auf jeden Fall. Das ist toll, aber mir ist das ein bisschen too much. Masterboard oder wie nennt man das Ding dann? Ja, ne? Ich finde das schön, ne? Deswegen, boah, das im Müll. Nein, ist mein. Yes. So, da gucken wir, dass man die Spitze da ganz drauf an. Hat die klappert. Und da habe ich zwei Kärtchen. Einmal für das eine Buch, einmal für Signatur, einmal für die andere Signatur. Na, sind doch gut. Da kann ich noch auch irgendwas dran machen. Und ja, da kommen, da machen wir noch irgendwas dran. So, erstmal machen wir hier das. Das ist so zerflusselt und das ist auch gut so. Aber die Kante hier, die ich jetzt geschnitten habe, noch ein bisschen einfärben. Ja, hier noch ein bisschen mehr. Und hier noch ein bisschen mehr. Ich hätte gern ein bisschen mehr. Das ein bisschen mehr sein. Ja, im Hintergrund, da höre ich hier und da wieder Gypsy. Das ist komisch. Immer wenn ich hier am Tisch sitze, ne? Ich könnte vor dem Fernseher sitzen, wäre kein Problem. Aber immer wenn ich hier am Tisch sitze, da kommt eine von beiden an. Gypsy ist immer an. Miep, miep. Und Micke, der tanzt man dann irgendwann im Rücken rum, ne? Das ist, ja, das ist, wie es ist, ne? Ja, komm, hier ist ab. Ja! Du armes Kind! So. Jetzt hole ich mir. Wo ist er denn? Da ist er doch. Da hole ich mir den nämlich, oder? Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Das. Oh, das ist auch nicht viel besser. Sorry. So, jetzt will ich hier einmal und einmal hier. Nee, nicht da. Hier. Grau. Ne? Und der Pinsel ist trocken und meldet nichts. So. Tüdelü. Ich weiß ja nicht, wo ich die da rein tue. Keine Ahnung, ne? Ich weiß es nicht. Ich würde gucken. Ja, ich würde gucken. Ich finde auf jeden Fall schön, das Dingsbums hier. So. Das darf trocknen. Und jetzt kommt hier noch was hin. Ja, das machen wir auch nicht vollständig, weil das ist Blödsinn. Ja, super, jetzt habe ich auch noch Kleber. Komm, hol mir die.
Wo bist du, Jod? Ist krumm geklebt, das macht aber nichts. Er sagt, dass man da ordentlich arbeiten muss. Hä? Sagt kein Mensch. Nee. Auch der große Junk Journal Guru, der sagt, alles erlaubt. Nix muss, alles erlaubt. Ne? Also kann man da wohl so machen. So, und da hätte ich die Spitze schon mal bis auf ein kleines Stückchen komplett untergebracht. Das ist doch was, oder? Also ich finde das gut. So, dann will ich die mal vorbereiten. Das heißt, ich könnte die auch einfach ausreißen, ne? Können wir auch, komm. Das reißen wir. Reißen die Ränder. Einmal und das reißen wir hier ab. So müssen wir alles schneiden, bin ich geckig. Und dann wird das nachher noch passend gerissen. Ja, so ist das. Und hier hätte man dann noch so einen Bogen, den man auch als Washi nehmen kann. Irgendwie. Ja, ne? Moment, dann machen wir das hier erstmal fertig. Das Ende. Ne? So. Das wird schön sein. Hauptsache, es ist gemacht. Ja, das ist dann alles schief. Und juckt mich nicht. Ist egal. So, das könnten sie ja nochmal in der Mitte durchreißen, hätten wir wirklich, ja, ne? Genug. So, hier können die aber noch ein bisschen hier das. Ja, toll, danke. Echt gut. Habe ich klasse festgehalten, ne? Passiert ja nur, wenn man das richtig festhält. Ja. Er will nicht. Er will nicht. Ich hab dich aber. Ich hab dich aber. Ja. Oder soll ich hier noch ein bisschen näher? Ja, würde ich schon sagen, ne? Klein bisschen näher. Da ist unten das Ende ist weg. Ja, toll. Da hat er wieder nicht hingehauen. Das will nicht. Ah, das ist ja blöd. Ja, gut, damit das halt ein bisschen so gerissen. Hat eine Ecke weg. Ist nicht schön. Ich habe auch ein Eck weg und lebt noch. Also von daher, ne, passt. Ja. Ja, ich rede so über mich, dass ich eine Ecke abhab. Na und? Ist okay. Ist okay. Passt schon. So, jetzt will ich das hier aber noch ein bisschen mehr gerissen haben. Denn ich will das. Ne? Sieht dann nachher vielleicht etwas hübscher aus. Von dem Baum, das können wir aber ruhig wegmachen. So, das wird nämlich dann die Inkton aufgeklebt. So,
Hier werde ich auch noch so ein bisschen am Rand, da hätte ich auch was weiter wegbleiben können. Abreißen. Ah ne, da war ja schon das Schildchen, ne? Das war doof. Ja. Ich finde die Elfen total schön, ne? Das Elfenpapier, das ist so hammerschön. Ich liebe es. Ja, das wussten die anderen auch direkt. Die haben dann die volle Rahmen wieder gegeben. Das hat mit Jack. Ja, die. Das ist, man kennt sich ja jenseitig, ne? Da hatte ich auch so ein Schnipsel von und gib den dem Julia und guckte, strahlte. Also ich weiß ja nicht, was das eigentlich war. Das war ein Auge. Und da drumherum finde ich, das war ein Schädel, ne? Ich weiß ja nicht, was die jetzt da drin gesehen hat, aber die fand das auch gut, ja? Ne? Also das sind dann so Sachen. Man kennt ja seine Leute. Ich habe es ja nicht so mit dem Dienst da. Ja, kann ich auch, habe ich ja schon, aber ja, meins ist halt eher die andere Fraktur, diese Richtung Vintage, da wird auch mal verträumt, verspielt und ne, sowas sein, ja. Ach, ich hatte mich auch mit einem meiner Zuschauer getroffen, ja, dem letzten. Ja. Wir sind auch schon etwas befreundet, kann man sagen. Ja, dieser Mann, oh je. Ja, boah, wir haben den Spaß total gehabt, ne? Bastelt auch leidenschaftlich und wir waren zusammen im Bastelladen. Wir haben uns in der Stadt getroffen, da sind wir zusammen im Bastelladen. Oh, und nebendran war ein Stoffgeschäft. Ja, das war unser Verderben, aber ist ja egal. Anschließend waren wir noch Kaffee trinken, ausgedehnt und, also wirklich ausgedehnt. Wir haben uns köstlich unterhalten, wir hatten noch gar keine Böcke für nach Hause zu fahren. Aber gut, wenn die Zeit drängt, drängt sie dann irgendwann und dann muss man halt Tschüss sagen, ob man will oder nicht, ne? Ist halt so, ja. Doof ist es, aber es ist so. Aber war schön, war ein richtig schöner Tag. Genau genommen habe ich mich schon öfters mit Zuschauern getroffen, weil die ein oder andere ist, die sind dann so weit von mir weg, wir sind wirklich befreundet und ja, ne? Tja, trifft man sich auch. Moment, ich war bei der, ich war bei der, die war bei mir. Die habe ich an der Mosel getroffen und die sehe ich jetzt bald auch schon wieder. Ja, und mit dem einen in Koblenz. Ja, wir hatten uns in Koblenz getroffen. Das ist nämlich der geile Bastelladen, ein Fachgeschäft für Künstlerbedarf, so nennt es sich. Ja, und da waren wir, ne? Ja, also schon mit 5 Leuten. Ich meine, das sind 5, ja. 5 in Naturreihe getroffen. Das ist total toll, ne? Und eine von früher, die ich auch durch das Internet die kennengelernt habe, eine Freundin, die habe ich auch besucht. Ach, das war auch ein richtig schöner Tag. Hör auf! Ja, Entschuldigung, ich muss ab und zu mit meiner Katze schimpfen. Es ist einfach so. Ja. So. Gut, dann hole ich mir jetzt erstmal die eine Signatur hier. Und... ich glaube, da klebe ich hier, oder? Ja, hier nicht. Da kann ich eins aufkleben. Aber ich glaube, ich mache das. Welches mache ich jetzt wohin? Das finde ich total süß, ne? Boah, ja. Das finde ich total süß. Ja, ich versuche diesmal ein bisschen zuerst noch inkern, dekorieren und so, ne? Ja, und die hier hin. Aber eigentlich kommst du hier hin? Ne? Das ist schön. Oder, ne, oder nicht, ne. Also du kommst hier hin
und du kommst hier hin, ne? Gut. Das ist schon mal, ja. Siehst du, das passt nämlich ja nicht, ne? Ne, das passt nicht. Das hier könnte ich noch, aber ich guck mal, was ich mache. Ich gucke mal. Kann ja auch sein, dass noch ein paar Blätter dazukommen. Man weiß es ja nicht. Ja. Das sieht doch cool aus, ne? Hier habe ich das, da habe ich das, hier habe ich das. Mit Kaffeetassen. Boah, das ist ein total schönes Servier, ne? Total schön. Das ist ein Teeservier, das ist nämlich eine Teekanne. So bauchig ist eine Teekanne. Jawohl. Das hier finde ich auch schön. Ja, auch noch ein bisschen von dem Dingsbums und, ne? Das hat doch was. Also ich finde die schön, die Karten. Ja. Dann guck ich jetzt mal. So, Dula. Ein Wischituch hier holt. Damit ich meinen Pinsel trocken machen kann. Da geht ja nicht, dass ich immer so viel Wasser da dran habe, ne? So. Ja. Dede. Und dann kleben wir das mal auf. Ja, ich stell dich mal hier drauf, da stehst du mir gut. Na, das Licht wird schon wieder komisch, weil ich habe ja die Rollladen hoch, ne? Und die Deckenbeleuchtung habe ich nicht an, nur meine beiden Lampen hier. Ja. Und draußen, da ziehen wieder dunkle Wolken vorbei. Na, die ziehen vorbei. Die bleiben meistens nicht hier. Aber es war ja ein komischer Sommer, ne? War auch kein richtig vernünftiges Gartenjahr. Pff, von daher. Aber ich habe noch eine Zucchini. Deswegen will ich heute noch mal einkaufen. Ich brauche noch Zitrone, um um einen Zucchini-Brotaufstrich zu machen. Ja, den will ich mir machen auf Vorrat, ne? Mache ich direkt eine gute Portion und dann koche ich das ein. Genug Zeit. So, yes. Deswegen muss ich heute noch einkaufen. Und das ist das Einzige, was ich einkaufen muss. Tomaten für einen habe ich. Das ist von meinen Tomaten. Da habe ich ja jetzt einen Trick. Ne? Also die Zeit der Blütenendfäule ist vorbei. Ich hatte das wirklich bei vielen Tomaten. Ne? 5 Stück auf den Kompost, weil wenn das mal, die waren durch und durch Dreck, ne? Das heißt, man kann die schadhaften Stellen abschneiden, aber wenn du da abgeschnitten hast, da hast du nichts mehr übrig gehabt. Jedenfalls habe ich die meisten zuerst immer alle wegschmeißen können. Und jetzt geht es aber, ich ernte die jetzt, wenn sie hellrot sind, leg die dann in die auf die Platte bei den anderen Tomaten, wo schon reife sind. Und dann reifen die auch sehr schnell nach. Ja, und dadurch habe ich jetzt auch Tomaten. Ja. So, das war das. Prima. Das ist Jude, so ist der Deckel da. So ist schön, ja. Und jetzt gehst du wieder da rein. Da haben wir die zwei schon mal so. Ja. Und in Teil 5 geht es dann weiter. Ich werde ohne euch noch
die Seiten inken. Ich meine, das ist ja, da braucht ihr ja nicht dabei zu sein. Ne? Das werde ich dann fix machen. Bis dahin ist das hier auch trocken und ja, ich finde, das wird langsam, ne? Ja. Was ein Tiger, das hätte ich ja gerne in Schwarz. Das Knöpfchen. Da habe ich einen schwarzen Stift. Da. Bleibt das stehen. So, hier habe ich einen schwarzen. Denn mit den Twin-Markern kann man normalerweise kann man die ja, oder auch nicht. Ne, nee, kann man, hey, die kann man nicht einfärben. Naja, gut. Okay, dann ist das eben so. Man kann nicht einfärben. Macht er lasiert. Gut, dann färbe ich die mal ein. Und wenn ich die eingefärbt habe, da sehen wir uns wieder. Dann wird das nämlich noch eingenäht. Jo. Ne? Und dann tun wir den ganzen Quark, den wir hier so angesammelt haben. Plus wohl das ein oder andere, was ich hier noch habe, wird dann alles mit eingebraten. Da gucken wir mal, wie fett das Journal wird. Ich habe ja noch genug Sachen. Ist ja nicht so, als hätte ich nichts, ne? Ich habe echt noch viel. Siehst du, da könnte ich noch Blümchen draufkleben. Ach, ich hatte doch da so schöne Blümchen geschenkt bekommen. Da. Da. Da sind sie. Die können die aber noch aufkleben, ne? Können die nämlich schon mal trocknen? Dann ist das Ding hier. Ja, toll. Jetzt lief mir schon alles runter. Ach, da sind Pads dran. Naja. Hier das. Moment. Hier das aber noch. Das werde ich noch. So, hier habe ich nämlich jetzt von der Seite nicht schön, aber von der Seite. Und da kann ich noch Tag oder sowas mitmachen, ne? Ja. Und da gucken wir mal. Wie ich das hier arrangieren kann. Hier eine. So. Und so, ne? Das ist doch was, oder? Oder nur so? Nur so, ne? Ja. Nur so. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne, machen wir so. Oder? Das sieht aber auch doof aus. So ist besser, ne? Ich weiß nicht. Halt hier, die hat ein Eck weggeknickt. Das, dann mache ich die hier hin. So, und da fällt das nämlich schneller so auf, ne? Jo, machen wir doch so. Dann nehme ich mal den hier. Ach, da ist so ein Dingsbums dran. Ja, da ist ein Dingsbums dran. Ich mache hier drumherum. Schön ein bisschen Kleber. Und hier in der Mitte einen Punkt. So. In der Mitte einen Punkt. Und fett drumherum. Ne, erst Papier ab. Scharf. In der Mitte einen Punkt. Und fett drumherum. Warum so fett? Das bleibt jetzt an dem Stoff pappen. Und an dem Stoff bleibt das auch pappen. Ne? Und dann kann das trocknen. Da kommt noch irgendwas dran. Ich weiß noch nicht was, aber ne? Ich bin noch lange nicht fertig. Ja. Wir werden sehen. Dann danke ich für's Zugucken bisher und dann sehen wir uns wieder in Teil 5. In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.